Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Nee, ich will dich nach oben haben. Maggie haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich will mal wieder ein bisschen mit Maggie spielen. Ist so lange her. Ach ja, wollen wir mal schauen. So. Machen wir dich mal zuerst down. Down. Oh yeah! Let's do this shit. Fucking shit. Psychic Bell. Bell. Oh Gott, Galagladi. Ja, okay, Bedroher ist schon mal gut, dann ist das Galagladi gleich ein bisschen schwächer. Fuck. Nein, jetzt setzt es auch Bedroher ein. Super. Na gut, mein Knirscher sollte trotzdem ausreichen. Feind. Ach, wie süß. Oh, Defense Fell, das ist sehr schön. Das heißt, mein nächster Crunch ist auf jeden Fall sicherer Tod für ihn. Und tschüss. Bats. Und weg. Und zisch und klack und weg. So spielt man. Frostlass. Bleiben wir drin, das ist ein Eis-Pokémon. Geisteis, ne? Jo. Komm, gib ihm einen Crunch, das sollte es gewesen sein. Scheiße, mein Angriff ist ja gesenkt. Aber Geister haben schlechte Verteidigung. Von daher, tschüss, tschüss. Down. Bats, Level 52. Ta-ta-ta-ta. Slowbro. Ich setze mal Flo dagegen ein. Ich will Flo ein bisschen trainieren. Ach scheiße, das Vieh ist ja stark gegen physische Angriffe, ne? Machen wir Double Edge. Boom! Okay, hat eine Withdraw. Oh nein, Panzerschutz. Nein, Defense steigt. Mach wieder Double Edge. Bam. Unser Slack off. Jetzt heilst du ihn nicht, oder? Oh. Walter, come on. Das ist mir gerade echt zu doof. Nein, jetzt steigt er auch noch seinen speziellen Wert. Oh, ich habe zu lange gewartet. Thunderbolt, los, bam. Ja, war klar, dass das überlebt. Panzerschutz. Panzerschutz, Amnesia, diese komische... Der hat gar keine Angriffsattacken. Ih, warum habe ich den ausgetauscht? Na, wäre ein elendig langes Spiel geworden. So, dann möchte ich gerne switchen. Und zwar Maggie mit Walter. Walter ist dran. Hi, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Das geht ab. Swobat. Oh, unser komisches, hässliches Vampirvieh. Hat sogar eine Weiterentwicklung. Thunderbolt! In dein Gesicht. Das sollte ein sicherer Tod sein. Jawoll! Dankeschön. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Level 52. Yay. Gutitelle. Das klingt für mich schon wieder nach so einem Psychovieh, ne? Soll ich lieber wieder zu Maggie? Ich glaube, das ist sicherer. Die sind also ein bisschen psycho angehaucht hier. Was bist du denn für ein Vieh? Ich kenne dich gar nicht. Bist du ein Geist oder ein Unlicht? Crunch? Raft, 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 raft. Oh, das war... Ja, es ist auf jeden Fall ein Unlicht-Pokémon. Gotitelle. Gothic. Okay, Gothic, schwarz. Okay, ja. Ich habe es verstanden. Zumindest ein bisschen. Und ein Gardevoir, ein Psycho-Pokémon. Ich könnte jetzt natürlich zu Flo das Handy wechseln. Das wäre Schwachsinn, weil das Vieh ist total stark. Und nur Maggie kann dem widerstehen mit seinem Unlicht-Typ. Und tschüss. Krass, Maggie rockt hier das ganze Haus, ey. Guckt euch das an. Ist das übel? Ich finde schon. Cooli Moody. Yay. So, wer ist als nächstes dran? Walter ist Level 2. 50. Flo. Flo muss trainiert werden. Switch. So. Jetzt brauche ich erstmal wieder ein Tränkchen. Erstmal, ich habe ja so viele, deswegen kann ich da ein bisschen verschwenderisch sein. Hatte Flo nicht eigentlich mega viel abgekriegt? Verstehe nicht. Hatte irgendwie eine Fähigkeit, sich selbst zu heilen? Keine Ahnung. Egal. Moin, moin. Was geht ab?
Und die da unten sieht schon aus wie so eine Zuhälterin, wollte ich gerade sagen. Wie so eine Ärztin, die mich heilt, wenn ich verwundet bin. Das sieht aus wie ein Unlicht-Pokémon, aber auch wie ein Geist-Pokémon. Das heißt, es könnte sein, dass ich mit meinem Double-Edge nicht treffe. Ich versuch's trotzdem. Inferno. Okay, es trifft nicht. Psycho-Shock! Ein Feuer-Pokémon. Oh mein Gott, wie viel Schaden! Inferno, deine Mutter macht ein Inferno, du Arschloch. Boom, noch einmal und du bist down. Memento? Es hat sich selbst getötet, aber meine Werte in Grund und Boden gesenkt. Ging daneben. Miss Magius, wir bleiben mal drin. Ach, Traummagier, da wechseln wir auf jeden Fall aus. Und zwar zu Maggie. Nur Maggie allein hat die Macht, dieses Pokémon zu erledigen. Ja, meine Werte sind so schlecht. Da brauche ich gar nicht mit Dings Flut drin bleiben. Oh, es boostet sich. Oh, oh, Crunch. Njam, 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 njam. Auf Wiedersehen. So einfach geht das. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Flo erreicht Level 52. Sehr schön. Genau das wollte ich erreichen. Kufagrigus. Was ist denn ein Kufagrigus? Sandra, du bist dran. Los! Oh Gott, ein Sarkophag-Pokémon. Hydropumpe. Boom! Krass! Shadow Ball. Autsch. Oh mein Gott. Stirb, bitte stirb, bitte stirb. Was? Oh Gott, hab ich ein Schwein, ohne Scheiß. Ging daneben. Ach komm schon, muss jetzt treffen. Oh mein Gott. Oh, das hätte Sandras Ende sein können. Oh Mann. Ganz ehrlich, ich brauche unbedingt eine Drachenhaut, sonst überlebt Sandra nicht mehr lange. Da hat sie die Sache bald gegessen hier. Jetzt verträgt ja gar keine Attacken. Kriegt einen Angriff ab und ist fast tot. Was ist das? So, 52. Sandra erreicht dann als erste mit Level 53. Ist natürlich clever. Ja, ich brauche unbedingt neue, die Drachenhaut unbedingt, sonst stirbt mein Pokémon. Ich setze es jetzt ganz nach vorne. Auf den Präsentierteller, wie man ihn ja so schön nennt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt versuche, mich zu boosten. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren gegen das Vieh. Soll ich es trotzdem versuchen? Das Vieh macht eine Psychokinese und ich bin wahrscheinlich down, oder? Lucky was? Achso, vor Critic Hits wird das Team geschützt. Nochmal Dragon Dance? Ja, ich habe nur Rückkehr als physischen Angriff gerade. Psychokinese, scheiße. Oh ja, genau. Ja, Psycho-Pokémon, deine Mutter, ey. Ohne Scheiß. Ey, die machen alle einen Schaden gegen Sandra. Das ist unfassbar. Ich würde sagen, ich setze Sandra erstmal nach hinten. Dass sie nicht weiter trainiert wird, weil das hat so keinen Sinn. Das macht auch keinen Spaß. Immer im Hungertod zu sterben. Alter, was hat das denn für eine Verteidigung, das Vieh? Krass. Hypnose, dein Ernst, du Drecksvieh! Ist fast asleep. Oh mein Gott! Macht wieder Hypnose. Und Crunch, tschüss. Boom. Nom 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 nom. Ach so, Spirit Bomb. Ich habe Spirit Bomb gelesen. Da denke ich natürlich gleich an Dragon Ball. Genki-Dama und so. Oh mein Gott. Ich bin schon so ein Dragon Ball Nerd. Oh. Crunch. Nom 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 nom, das Vieh ist böse. Nestiplot, das ist richtig böse. Gut, dann machen wir mal hier Rock Slide. Sucker Punch. Boom! Was? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt Schaden gekriegt oder was war das jetzt für eine Fähigkeit? Alakazam! Oh Gott!
Da gehen wir natürlich direkt wieder zu Maggie. Alakazam ist mir ein bisschen zu krass. Eins der, oder sogar mit das Ster mit von den stärksten Pokémon, Psycho-Pokémon, die es gibt. Das ist krass, das hier. Crunch. Karl meint, genau, boostet sich auch noch. Aber ich glaube, das überlebst du nicht. Gram, 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 gram. Und tschüss. Sauber. Ja, Simsala hat eine ganz schlechte physische Verteidigung, von daher war das klar, dass der Angriff so durchhaut. Maggie wird hier so geboostet oder so gepusht. Earthquake, endlich! Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, ob wir das überhaupt nochmal kriegen. Weg mit Dick. Dick brauche ich nicht mehr. Das Klo... Ach, hier, Zwirklops. Wir können wieder zu Pauli gehen. Pauli kann dann Crunch machen, dass er jetzt das wie down. Njam, 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 njam. Ich habe doch noch Crunch, Crunch, oder? Ja, ich habe Crunch. Rft. Und tschüss. Oh, es hat überlebt. Die Verteidigung sinkt. Shadow Punch. Gott, ich denke immer, ich sterbe, wenn irgendwelche Angriffe kommen, weil ich das immer schlecht einschätzen kann, ob ich das überlebe oder nicht. Dann ziehen sich schon meine Eingeweide zusammen, wenn die Angriffe durchgehen. Das ist schon krass. So, Pokémon. Sandra, das tut mir echt leid für dich, aber du gehst jetzt erstmal nach hinten. Du bist mir zu riskant. Spelltag? Was ist denn ein Spelltag? Zaubertag? Ein Item to be held by a Pokémon. It is a sinister airy attack that boosts the power of Ghost-Typen. Ach so, Geisterattacken werden gestärkt. Okay. Hyper Potion. Nehmen wir mal welche von. Ich setze Senra jetzt nur noch einmal. Ich weiß, es kommt ein sicheres Pokémon, das es so down machen kann. Aber nur Hydro-Pump ist natürlich schlecht. Ich werde nicht Surfer haben. You need a nurse help? Sir, sure. If you can win against me, I make your Pokémon healthy. Okay. Null Problemo. Dann sind wir jetzt meine AP wieder aufgefüllt. Oh mein Gott, die haben alle nur Psycho-Pokémon hier. Was ist das? Fuck, kann ich das wie platt machen? Crunch? Ich bin schneller. Krass. Das war ja nix. Level 53 für Pauli. Cool. Saubia. Blissey. Eigentlich müssen wir wechseln, ne? Hier, Flo hat schon lange nichts mehr gemacht. Oh, wobei, Flo, ich glaube, ich werde ihn wieder auf die Box packen. Ach, ein Hightira, wie süß. Wir machen Double Edge, bitte. Bam! Boom! Ja, es hat ohne Ende KP, aber... Hightira ist schlecht gegen physische Angriffe. Das war ein sicherer One-Hit. Oh mein Gott. 12.519 Erfahrungspunkte. Dein fucking Ernst. Alter. Habt ihr das gesehen? 12.500 Erfahrungspunkte. Alter Schwede. Oh Mann. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Gut, Flo ist damit aus dem Rennen erstmal. Ach ja, hier, Dings muss ja auch wieder weg. Pauli ist ja auch schon auf dem höchsten Level mit. So. Nächste Etage. Und noch mehr Trainer. Guck dir das mal an. Das ist unfucking fassbar. Sieht aus wie eine Ast-Trainerin. Also von den Haaren zumindest. Und jetzt ist ein komischer Trainer. Ast-Trainer Cassandra. Ich hab's doch gewusst. Rampardos. Oh. Oh, ganz schlechtes Matchup. Gegen ein Gestein-Pokémon können wir leider nichts machen. Nee. Deshalb, Babe, come on! Babe, das ist deine große Stunde. Du hast die Macht. Jetzt kriegen wir bestimmt ein Erdbeben oder so. Send Kopfstoß, dein Ernst. Gut, friss mein Erdbeben und stirb, Drecksvieh. Drecksgestein-Dino-Pokémon. Tschüss. Super effective! Oh yeah! Was kommt jetzt? Torterra ist Gestein Wasser, ne? Walter, come on! Das kannst du schon machen. Die hat jetzt also... diese ganzen Dings hier. Wie heißen die noch? Ah! Das ist doch kein Gestein Boden, Wasser! Das ist ein böses Pokémon! Fuck! Pauli, come on!
Das hier wird sicherlich Erdbeben benutzen. Ich setze natürlich jetzt ein... Oh Gott, das war aber ein guter Wechsel. Hätte ich jetzt mein Babe eingesetzt, wäre wahrscheinlich down gewesen. Leech Seed. Bam. Ha, One Hit, wie cool. Torterra, ich hätte an was ganz anderes dabei gedacht. Ohne Scheiß. Magmortar. Das klingt hier nach Magbrand. Ich hoffe, ich lieg richtig. Jawoll. So, Hydropumpe. In dein Gesicht. Stirb! Jawoll. Geht doch. Gut gemacht, Sandra. 5346 Erfahrungspunkte. Lucky Egg ist schon geil. Hat schon was. Ja, ich glaube, ich werde Drachentanz wieder vergessen lassen. Schattenklaue. Aber ich... Obwohl, doch, ich habe doch was Gutes dafür. Hab doch einen guten Unlichtangreifer. Husse. Shadow Claw. Eine Geisterattacke! Mit 100 Genauigkeit, 80 Stärke. Polly oder Maggie? So. Oh, das ist auch physisch. Das mit dem Greater Damage, das finde ich komisch. Und außerdem, eine Geisterattacke dazu, das kann ja nicht schaden. Noch was sehr Effektives. Shadow Claw. Dann können wir hier Polly auch noch was bei, auch noch mal beibringen. Wogegen sind denn Geister gut? Gegen Psycho. Das war's, ne? Oder gegen Unlicht auch? Ja, U-Turn ist nicht... Oh, es hat Stärke 70, ist gar nicht mal so übel. Außerdem kann ich dann ausswitchen. Schwierig. Hm. Nee, lassen wir das mal. Yes. Thanks. Gut. Cool, Shadow Claw. Und der nächste Trainer. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet wieder ein, das heißt Let's Play Pokémon Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Schaut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.